It's black and white. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und es geht weiter mit der nächsten Episode von Breaking Point im Formel 1 2021. Ja, wir sind, es ist immer noch nach dem Riesenchaos von Mexiko, dabei haben sich ja Kasper Ackermann und Aiden Jackson beide rausgehauen und haben die Saison kaputt gemacht. Wenn ihr es feiert, diese Episoden, lasst gerne ein Like da, auch gerne, wenn ihr mehr sehen wollt, auch gerne ein Abo und zu guter Letzt vielleicht, wenn ihr auch Vorschläge habt, was ich sonst noch spielen kann oder sonst noch machen kann, einfach auch gerne einen Kommentar. Bin da ja offen für neue Vorschläge. Wir springen jetzt schon mal in die nächste Saison, damit ich jetzt nicht mehr so lange mein Intro gestalte, geht's einfach weiter in die nächste Saison. Kapitel 7. Es ist 2021, eine neue Saison und möglicherweise ein neuer Anfang für Kasper Ackermann und Racing Point. Nachdem die Chancen des Teams in der Saison von 2020 ein unrühmliches Ende gefunden haben, wollen die Fahrer und der Rest des Teams der Saisonbeginn in Melbourne mit einem starken Start beginnen. Hier sind wir also wieder. Eine Saison Formel 1 Rennen liegt vor uns. Manche Teams sind gut vorbereitet, andere weniger. Mal sehen, was die Zukunft für sie bereithält. Das Qualifying hier in Melbourne geht gleich los. Aiden Jackson ist auf dem 9. aber Aston Martin ist immer noch zuversichtlich, dass der Newcomer ihnen eine gute Platzierung verschafft. Wir werden sehen, wie er sich schlägt. Sein Teamkollege Kasper Ackermann hat Q3 allerdings knapp verpasst. Es ging nur um 13 Millisekunden. Du hast dein Bestes gegeben. Wenn ich als Zweiter gefahren wäre, hätte ich die 13 Millisekunden locker gut gemacht. Warum muss ich immer zuerst raus? Der 11. ist doch kein Weltuntergang. Das holst du schon wieder auf. Ja, sicher. Das wäre nicht nötig. Also auch hier wieder in der neuen Saison ein paar Spannungen schon wieder zwischen den beiden. Und Zoe ruft an. Zoe, hey. Morgen, Papi. Lilly, weißt du nicht, dass es hier gar nicht morgen ist? Ist in Australien. Ich stehe auf dem Kopf. Warum fallen die Autos da nicht runter? Ja, das kann Mami erklären. Kannst du sie ans Telefon holen? Nicht runterfallen, Papi. Keine Sorge, Lilly. Versprochen. Hey, das Qualifying war nicht so gut, hm? Ich musste zuerst raus. Schon wieder? Ja. Naja, du bist bei einigen deiner besten Rennen in der Mitte gestartet. Ja? Na, ich dachte, du magst Herausforderungen. Lilly, runter vom Tisch, sofort. Frühstückszeit, ich leg besser auf. Okay. Du wirst klasse sein, das bist du immer. Hab dich lieb. Ich dich auch. So, also hat man jetzt auch zum allerersten Mal jetzt auch am Telefon die Frau und die Tochter gehört von Kasper Ackermann. Und ich sehe gerade die Nachrichten, also hier die neuen Teilnehmerlisten, dass ja Nikita Mazepin und Mick Schumacher die neuen Fahrer bei Haas sind. Dann auch noch große Erwartungen. Die Teamnamenänderung von halt Racing Point zu Aston Martin und von Renault halt zu Alpine. Gehen wir mal Social noch durch. Und die Mails. Ottmar Schaffner wünscht viel Glück. Es muss ja auch besser werden als beim letzten Mal. Und sobald der Name erstmal aus dem Feld, Brian hat ein gutes Projekt gemacht. Die Welt kann noch. Okay, Lukas, wir möchten uns auf einen Kaffee treffen. Ja, aber ohne so viel gibt es da jetzt auch nicht. Wettervorhersage ist ganz gut, ist gut und dann geht's auch direkt ins Rennen. Kapitel 7. Während
die Spannung des letzten Jahres sich auch in dieser Saison fortzusetzen scheint, kämpft sich Kasper Ackermann beim Eröffnungsrennen der Meisterschaft von 2021 nach vorne. Hier stimmt was nicht. Verstanden, Kasper. Wir sehen uns das an. Es ist das Getriebe. Ich habe einen Gang verloren. Gib weiter alles, Kasper. Wir sind noch am Auswerten. Tu einfach, was du kannst. Ich versuch's. Gang verloren, hat man gerade hier gesehen. Das ist, glaube ich, der siebte. Das ist immer ein bisschen ekelhaft. Also so lange wie möglich. Bleib einfach dran. Gib dein Bestes. Mehr können wir nicht verlangen. Cool. Wir müssen das Rennen einfach nur beenden, aber wir kommen halt trotzdem an Gasly schön vorbei, hoffentlich auch ohne siebten Gang. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,3 Sekunden. 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Sind wir schon DRS-Fenster gegen Alonso. Kurve kriegen wir. Und schon sind wir neunter. Und das ohne siebten Gang. Der nächste ist unser Teamkollege. Ein Gang weniger, es ist ja total unangenehm. Das merkt man auch, wenn die jetzt hier hochschalten in den siebten, dann macht das immer so komische Geräusche. Also. Aber es ist eigentlich nicht einfach, das eigene Auto zu überholen. Kleine Berührung mit Aiden Jackson. Der lässt uns aber jetzt hoffentlich Platz. Wir sind aus. Ist die schnellste Runde mit Hart gefahren. Okay, also ich glaube, mal gucken, wo wir jetzt hin. Kommen wir noch 3 Runden Zeit. Vielleicht kriegen wir den Ricardo ja noch vor uns. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. So, dann geht's rein in die letzte Runde. Mal gucken. Wir sind da jetzt, ja, schon zumindest, glaube ich, in der Nähe von Daniel Ricardo. Schon in der S-Fenster dürfen sie halt noch nicht benutzen, weil wir bei der Markierung noch nicht drüber waren, aber wir sind dran an den beiden. Man merkt schon, dass Leclerc mit den harten Reifen Ricardo da auch auffällt die ganze Zeit. Aber der Australier kommt nicht an ihm vorbei. Wir haben da mit Abstand die besten Reifen. An denen aber haben wir dann auch, wie gesagt, den Gang weniger. Ricardo darf halt aufmachen. Aber wir auch. Aber verlieren wir den Gang. Zumindest ist er es und den Windschatten an Ricardo. Lassen den Australier da ein bisschen verhungern. Leclerc wird nicht mehr reichen, glaube ich. Außer der macht jetzt noch einen bösen Knitzer. Valtteri Bottas gewinnt das Rennen. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Obwohl, ja, Leclerc doch nochmal überholt auf Start und Ziel. Und dann wird Kasper Ackermann Sechster in Australien. Okay, sammel ein wenig Gummiabrieb ein und komm rein. Ein weiterer grandioser großer Preis von Australien ist vorüber und der Sieg war heute eindeutig verdient. Was ist denn da mit Kasper Ackermann passiert? Er ist zwar ins Ziel gekommen, aber das muss trotzdem extrem frustrierend sein, nicht wahr, Stefan? Ja, könnte ein Getriebeschaden gewesen sein. Das ist immer schlimm für den Fahrer. Ackermann ist bestimmt nicht zufrieden, aber unter diesen Umständen hat er sich, finde ich, ganz gut geschlagen. Nach der letzten Saison hat er sich sicher einen besseren Start gewünscht. Hoffentlich hat er beim nächsten Mal mehr Glück. Zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes. Das war wohl Pech da draußen. Sprechen wir darüber. Das war heute nicht so ein gutes Rennen für Sie, Kaspar. Können Sie uns verraten, was da passiert ist?
Es macht mich wütend, wegen eines technischen Problems war all die Vorbereitung und Konzentration umsonst. Es lag eindeutig an einem Problem mit dem Getriebe, wir arbeiten daran, kein Kommentar. Naja, war ja ein Problem am Getriebe, darum machen wir das hier. Es lag eindeutig an einem Problem mit dem Getriebe. Für einen Fahrer ist das immer eine unangenehme Situation, aber wir arbeiten daran. Da bin ich mir sicher. Sie hatten offensichtlich Probleme mit Ihrem Wagen, konnten aber das Rennen trotzdem beenden. Wie schwierig ist es, unter solchen Umständen noch ins Ziel zu kommen? Man muss sich nur auf die eigene Aufgabe konzentrieren und einfach das Beste hoffen. Es ist schwierig, wenn man einfach nur um den Sieg mitfahren will, aber nichts machen kann. Ja, das Linke, also meine, das andere ist halt die Erfahrung bezahlt. Man muss einfach abschalten. Weiter aufpassen, aber alles, was um einen herum passiert, ignorieren. Sich nur auf die eigene Aufgabe konzentrieren. Und einfach das Beste hoffen. Sie hatten einen unglücklichen Start in dieser Saison und in der letzten gab es vor allem Probleme wegen Ihres angespannten Verhältnisses zu Ihrem Teamkollegen. Wie ist Ihr Verhältnis jetzt? Sagen wir einfach, diesen Getriebefehler hätte es bei Aidens Wagen nicht gegeben. Kein Kommentar, die letzte Saison ist vorbei, ich blicke nicht gern zurück und schaue lieber nach vorne. Ja, also ich gehe mal von aus, also man soll diplomatisch bleiben. Also klar, natürlich gibt es da mal die Spielränzchen, aber ich versuche jetzt auch hier wieder den diplomatischen Weg und nehme das hier unten. Die letzte Saison ist vorbei. Es ist kein Geheimnis, dass Aiden und ich ein paar Probleme hatten. Aber das kann immer passieren, wenn zwei Fahrer zum ersten Mal zusammenarbeiten. Ich blicke nicht gern zurück und schaue lieber nach vorn. Er hat bestimmt eine Menge gelernt. Und wir werden sehen, was diese Saison passiert. Vielen Dank für Ihre Zeit. Kapitel 7, das war's mit dem neuen Anfang. Wegen mechanischen Problemen bleibt Ackermann beim Grand Prix von Australien sind chancenlos, womit sich seine Pechsträhne aus der letzten Saison fortsetzt. Ander. Ja. Obwohl es ja schon, wie gesagt, wir sind ja trotzdem noch in die Punkte gekommen. The Flying, Hashtag Flying Dutchman, gute Arbeit, Kasper, stark pro Punkte für Aston Martin geholt. Ah. Der Butler muss mal wieder Kotzbrocken sein. Und wir gucken mal in die Mails rein. Getriebe, Kasper, dass du. Ja. Alles weitere erfährst du in der Besprechung. Blabla. Also, ja. Kasper, Jeff hat sich wahrscheinlich schon deswegen gemeldet. Wir untersuchen die Getriebebestörung. Das Team arbeitet unermüdlich daran. Wir sehen uns bei der Besprechung. Ich nehme an, du hast das Interview mit Butler gesehen, der will dich nur aufziehen, er ist ein typischer Troll, ignoriere ihn einfach und hoffe, dass er ein neues Opfer sucht. Bitte was? Was hat der gesagt? Was hat der gesagt, Trackside? Ja, den Butler, wir haben. Ehrlich, erst mal, wenn Sie mich so fragen, letzte Saison hätte ich AC Martin gesagt, aber jetzt bin ich mir nicht da sicher. Also sicher, gute Fahrer, aber sie schaffen es einfach nicht, ihre Probleme in den Griff zu kriegen. Junge. Ich finde es ja auch sehr witzig, man muss ja schon sagen, diese Logik einfach, dass der bei Alfa Romeo fährt und die fangen angeblich um vorne mit. Also irgendwie ist das schon ein bisschen komisch. Na gut, dann gehen wir mal ins nächste Kapitel, verabschieden uns nach dieser, naja, sagen wir mal so, blöden Sache in Australien. Kaspar Ackermann hatte da mega viel Pech, hat aber trotzdem einen guten Platz geholt und wir gehen ins nächste Kapitel. Kapitel 8. Um sich von dem frustrierenden Grand Prix von Australien zu erholen, wollen Kaspar Ackermann und Aston Martin in As-Shahir unbedingt ein wenig Stabilität erreichen. Aber im Laufe des Rennens wird klar, dass die Abnutzung seiner Reifen in den kritischen Bereich gerät. Also Bahrain. Ich kann den Namen halt nicht wirklich gut lesen. Tut mir leid, wenn ich den falsch ausgesprochen habe. Ich verliere Grip. Verstanden. Du kannst nächste Runde reinkommen. Boxenstopp nächste Runde. Nein, ich muss jetzt reinkommen. Es wird zu schlimm. Aiden kommt gleich rein. Halte noch eine Runde durch, Kaspar. Hat er nicht eine Runde weniger? Ja, andere Strategie. Habe ich nicht Vorrang? Er kommt an die Box. Bleib bitte draußen, Kasper. Gut. Nein, ich bin hier nur am Rutschen. Ich komme rein.
War wohl ziemlich dringend für Aiden, was? Bleib bitte geduldig, Kasper. Noch ein Platz eingebüßt. Und noch ein. Okay, los, los! Okay, das hätte besser laufen können. Versuch dir ein paar Plätze zurückzuholen, Kaspar. Schon dabei. Ja, das hätte besser laufen sollen. Hol die Plätze zurück, die du abgegeben hast, und schließe mindestens auf Platz 8. Na gut. Ja, hätte besser laufen können. Aber man hat auch gemerkt, wie er rumgerutscht ist. Es war ja fast überhaupt nicht mehr normal, wie Ackermann da in den Kurven gerutscht ist. Das war ja mehr Driften um die Kurven, als dass das Auto wirklich einfach um die Kurve rumgefahren ist. Also da hat man schon gemerkt, dass der Reifen komplett im Arsch ist. Also ich weiß nicht, ob man da nicht hätte auch mit Aiden warten können. Klar, andere Strategie, aber naja, wenn er, oder man hätte einfach gesagt, okay, schneller Doppelwechsel, hätte sich gleich drauf vorbereitet. Aber so war das natürlich sehr viel Zeit ein Booster. Aber jetzt erstmal Alonso auf 10. Den haben wir nämlich schon wieder eingeholt. Gehen wir jetzt im Windschatten mit, gehen da außen vorbei, lassen Alonso aber noch den Platz. Das ist anders. Gut gemacht, super überholt. So, zumindest schon mal in den Punkten wieder. In Ricardo, ja, probieren wir es hier, kriegen wir gut hin. Latifi gibt uns, macht auch ordentlich Platz. Und somit sind wir schon. Und dann müssen wir uns aber jetzt auf jeden Fall auf der Geraden verteidigen gegen den schnellen McLaren. Oh, und jetzt auch noch oben drauf, das habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen. Aiden Jackson ist sogar überrundet, also das heißt, er ist eigentlich 18. Also dann verstehe ich es ja gar nicht. Da hätte man ja locker warten können, weil das Problem, also das Aiden, war jetzt, Aiden Jackson hatte jetzt nicht so Probleme mit dem Reifen wie wir. Also da verstehe ich das Team überhaupt nicht, dass sie da jetzt nicht gesagt haben, dass Kasper Ackermann da Vorrang hat. Also Aston Martin macht sich dann auch so ein bisschen die Probleme auch ein bisschen selber. So, jetzt gegen Tsunoda. Bin viel schneller als der junge Rookie. Schon auf Platz 8 hin, und Ocon könnten wir jetzt auch gleich bekommen. Aber das reicht, glaube ich, noch nicht in der DRS-Zone für einen Angriff. Oder, nee. Jetzt aber. Wieder innen. Und dann sind wir wieder 7. mit der schnellsten Runde sogar. Wir müssten jetzt auch DRS haben auf den Spanier. Gucken, ob das hier schon reicht. Ja, wir von Kampflinie. Wird jetzt ein bisschen eng. Ich weiß nicht, ob es eine Berührung gab. Ich glaube schon. Wenn ja, tut's mir leid. Eindeutig die langsameren Reifen mit den harten. Wir gehen jetzt mal vor auf Platz 6. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Die letzte Möglichkeit wahrscheinlich jetzt Perez zu überholen. Reicht nicht ganz, vielleicht haben wir oben eine Chance, auch Bottas gewinnt auch das Rennen. Also der ist sehr gut unterwegs, durch mit 2 Rennsiegen. Oh mein Gott. Jetzt setzen wir uns neben Perez. Perez verliert den Grip und wir kommen auf Platz 5.
Da ist doch Gasly. Das wird mega eng. Kriegen wir es noch hin? Oh, das war ganz knapp. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. Ein interessantes Aufeinandertreffen von Ackermann und Jackson hier in der Boxengasse, Stefan. Wird das hinter den Kulissen noch weitere Spannungen auslösen? Ackermann hat sich über Funk schon ziemlich wütend angehört. Sollte bis nächste Runde warten, Kopf würde man so eine Entscheidung nicht treffen. Hat er da seine persönlichen Probleme mit auf die Strecke gebracht? Ich glaube schon. In der letzten Saison haben sie sich oft genug gegenseitig Punkte gekostet. Und wenn man sieht, was heute passiert ist, glaube ich, es geht genauso weiter. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Glückwunsch zu diesem harten Rennen heute, Kaspar. Für uns Zuschauer schien es so, als habe es irgendeinen Konflikt wegen der Boxenstopp-Strategie gegeben. Können Sie uns das erklären? So was passiert leider manchmal. Das war ein kalkuliertes Risiko, aber ich habe mich davon erholt und das Rennen beendet. Die Strategie des Teams war falsch, also habe ich selbst die Entscheidung getroffen. Ja, also wie gesagt, das wäre jetzt hier diplomatisch, aber ich bin ganz ehrlich, auch die Strategie war halt komplett falsch, weil man muss ganz ehrlich sagen, Aiden Jackson war halt überrundet schon und war halt viel weiter hinten und mit Ackermann hätte man auch einfach sagen können, okay, Aiden bleibt draußen und wir holen erstmal Kasper rein. Also, die Strategie des Teams war falsch, also habe ich selbst die Entscheidung getroffen. Wenn man am Steuer sitzt, muss man manchmal selbst entscheiden. Ich habe gemerkt, dass ich bald neue Reifen brauche und an die Box muss. Das Team sieht das vielleicht anders, aber ich konnte es wieder ausgleichen. Also mal sehen. Die Schwierigkeiten heute lagen also an einer Teamentscheidung und nicht an weiteren Spannungen zwischen Ihnen und Aiden Jackson? Wir hatten unterschiedliche Strategien und es kam zu einer unglücklichen Überschneidung. Wir sind Profi, ich bin sicher, wir werden damit klarkommen. Ja, das Linke. Nein, das ist alles in Ordnung. Wir hatten nur unterschiedliche Strategien. Kam zu einer unglücklichen Überschneidung. Letzte Saison gab es zwar Probleme, aber die gehören der Vergangenheit an. Warum fragen Sie? Nun ja, Sie schienen bei Ihren Funksprüchen sehr wütend auf Ihr Team zu sein. Manche fragen sich, ob das ein Indikator für ein tiefer liegenderes Problem hinter den Kulissen ist. Was würden Sie dazu sagen? Das war nur das Adrenalin, ich weiß nicht mal, was ich gesagt habe. Kein Kommentar, ich bin wütend, das Team könnte meiner Ansicht nach besser sein. Also wie gesagt, ich fand es halt schon witzig, was er so gesagt hat, wie er dann einfach gezählt hat, so die Plätze, die er dann verloren hat, noch einer und noch einer. Das war schon sehr witzig und auch dieser Spruch, den er sich wirklich verkneifen konnte, musste für Aiden sehr, musste wichtig sein. Aber wie gesagt, wir nehmen jetzt mal das Linke, weil das kann auch mal wirklich mit dem Adrenalin zusammenhängen. Ich glaube, jeder Fahrer wäre in dem Fall ein bisschen wütend auch. Deswegen braucht man sich keine Gedanken machen. Das war nur das Adrenalin. Mitten im Rennen ist, kann es schon mal mit einem durchgehen. Ich weiß nicht mal mehr, was ich gesagt habe. Wenn ich zu ausdrucksstark war, werden wir hinterher höchstens darüber lachen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Kapitel 8. Der Zwischenfall in der Boxengasse hat Ackermann zwar ein paar Plätze gekostet, aber er hat sie sich mühsam zurückholen können. Und der Grand Prix von Bahrain mit einer ansehnlichen Platzierung für sich und Aston Martin beendet. Ich verstehe es einfach nicht. Er darf zuerst an die Box, sein Auto bekommt das einzige neue Triebwerk und dann darf er im Qualifying nach mir starten. Ach, der Junge ist praktisch schon der erste Fahrer. Das kann ich mir nicht vorstellen. Warum bezahlen sie ihm dann mehr? Das regt dich also immer noch auf. Nein. Weiß nicht, vielleicht. Ich wünschte, ich hätte es nie erfahren. Aber es geht dir doch nicht ums Geld. Ich bin alt. Du bist nicht alt.
Fang nicht wieder so an. Ich bin alt. Für einen Fahrer bin ich alt. Ach komm, das ist deine letzte Saison. Mach das Beste draus. Ich hab's Ihnen noch nicht gesagt. Wann sagst du's denn? Bald. Okay. Und bis dahin solltest du Jackson ignorieren. Okay. Und spiel nicht länger das Opfer. Das steht dir nicht. Ja, schon klar. Als nächstes geht's nach Sandford. Alle werden dir die Daumen drücken. Sei der Mann, den sie lieben. Und hey. Was? Sei der Mann, den ich liebe. Das ist süß. Hast du dir das selbst ausgedacht? Das ist mein natürlicher Charme. Ja, Verstappen kann mir nicht das Wasser reichen. Musste das jetzt sein? Verstappen kann mir nicht das Wasser reichen. Finde ich gut. Eine Ansage vom Veteran. Strategieprobleme bei Aston Martin, aber Ackermann setzt sich durch. Ja, der alte Ackermann, wie viele Fehler kann der Holländer sich noch leisten? Bahrain Zusammenfassung. Gegenwind für Aston Martin, die raushauen, die auf das Team warten. Ja, dann gehen wir Social durch, noch bevor wir unfassbar, was sich heute bei Aston Martin abgespielt hat. Hat noch jemand ein Déjà-vu? Was hätte Ackermann denn machen können? Die Reifen waren komplett runter. Ackermann vielleicht sich an die angesprochene Strategie halten. War ein bisschen ein Senior-Moment, als Ackermann zu früh in die Box kam. Noch ein Hashtag, noch ein Platz eingebüßt. Oh, Devin Butler, Will, du bist echt daneben. Finde ich gut. Seh mir den vergeigten Boxenstopp nochmal an. Das war ehrlich gesagt ziemlich chaotisch für Aston Martin. Er super Hörner. Nicht schlecht. So, dann gehen wir nochmal die Mails durch. Ich verstehe ja, dass du wütend bist, aber bitte lästere vor der Presse nicht über das Team. Wir haben uns alle auf die Strategie geeinigt. Ich weiß, dass sich die Dinge auf der Strecke manchmal ändern können und das frustrierend sein kann, aber wir sind immer noch ein Team. Vergiss das bitte nicht. Kaspar, die Besprechung wurde um eine halbe Stunde verschoben. Wir werden darüber reden, was bei der Reifenstrategie falsch gelaufen ist. Wir sehen uns dort. Ausschluss aus unserem Teamfunk macht die Runde. Die Presse liebt den Spruch. Oh, ziemlich dringend für Aiden und Aston Martin ist aus falschen Gründen in aller Munde. Noch ein Platz eingebüßt, wird auch immer beliebter. Ja gut, wenn du mich brauchst, ruf mich einfach an. Ja gut, also ja, das war wie gesagt schon witzig, boah, dann hat jemand noch ein Platz eingebüßt und dann den Spruch noch oben drauf. Aber wir haben ja auch erfahren, dass es die letzte Saison sein wird für Kaspar Ackermann. Das heißt, er geht dann in Ruhe, gehört dann auf. Also sind wir sehr gespannt. Das soll es aber erstmal gewesen sein von dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns dann. Ich hoffe auch, es hat euch allen gefallen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's nach Sandford. Und ich bin erstmal raus und sag nur noch Tschüss.